Ich begrüße Sie ganz herzlich, werte Gäste, werte Kunden und natürlich nicht zuletzt die Hauptakteure dieses Wochenmarktes, unsere Markthändler. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ina Hölzel mit der Firma Marktveranstaltung und ab August leiten mein Team und ich wieder diesen Wochenmarkt. Dann habe ich mir gedacht, mit Musik geht alles besser, es ist ein wunderschöner Tag. Und habe mal den Jürgen Pülitz mitgebracht, Firma Mastermix, der uns ein wenig mit Musik unterhalten wird und uns einige schöne, gemütliche Stunden bringen wird. Zusätzlich haben wir ein Glücksrad mitgebracht. Kommen Sie vorbei, es kostet nichts, Sie können gerne drehen, es sind kleine Gewinne dabei. Da würde ich mich freuen. Hallo. Hallo. Eben noch beim Glücksrad, jetzt hier bei uns Ina Hölzel, ja. Marktleiterin. Das heißt, seit August bist du jetzt Marktleiterin. Jetzt aber doch du. Ja, seit August sind wir wieder da, mein Team und ich mit der kleinen Firma Marktveranstaltung und hoffen, wieder ein bisschen Schwung in die Marzahner Promenade auf den Wochenmarkt zu bekommen, die Marzahner Promenade natürlich zu beleben und ja, allen einen guten Einkauf zu verschaffen und wir hoffen, dass wir alle Sortimente rankriegen, die wir so haben möchten. Ja, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Auf welche neuen Marktanbieter kann sich denn der Besucher des Marktes freuen? Ja, wir müssen natürlich noch fest dran arbeiten, aber wir hatten am Mittwoch schon das erste Mal die Diedersdorfer Ölmühle hier auf dem Markt und er wird auch in 4 Wochen wiederkommen. Er hat jetzt Urlaub und dann immer 14-tägig Mittwochs da sein. Die Dörgeliner Landfleischerei fängt auch nächsten Mittwoch wieder an. Mittelmeersalate haben wir wieder da auf dem Wochenmarkt und der Vogtländer Fleischer kommt nach seinem Urlaub im September auch wieder. Da wage ich ja gar nicht die nächste Frage. Welche Angebote gibt es denn auf dem Markt überhaupt? Ich glaube, das schreiben wir im Bildtext rein. Ne? Das kannst du alles gar nicht aufzählen. Doch, oder? Wir können das alles aufzählen. Ich habe ja nun schon viel gesagt, ne, was alles auf dem Markt ist. Freitags auch so ein Highlight. Unser polnischer Bäcker mit super Angeboten. Und ich finde auch, der Kuchen ist nicht so süß. Schauen Sie vorbei. Ansonsten auch Waren des täglichen Bedarfs. 99 Cent Artikel. Immer heiß umrungen. Ja. Ne, da findet man seine Kleinigkeiten, die man braucht. Was er nicht hat, kann er besorgen. Ne, der eine oder, ja, ja. Der eine oder andere braucht auch mal eine Tasche oder eine Kittelschürze. Alles ist da, bis zu den Socken. Freitags natürlich auch noch ein Highlight. Der Herr Orlowski mit Räucherfisch, frisch geräuchert. Und wenn er fertig ist mit Räuchern, dann zieht er seinen Hänger auf den Markt. Und dann geht der Verkauf los. Darüber also habe ich schon mal geschrieben, da stehen die Leute aber auch an. Ne? Das ist so ein richtiges Highlight hier. Ja? Ja. Unsere toll. Gemüsehändler wollen wir nicht vergessen. Ja. Na? Auch zwei, einmal Montag, Mittwoch und der andere kommt am Freitag extra aus Polen hier angereist. Ich sehe jedes Mal schon eigentlich seit vielen, vielen Jahren, dass er sehr gut angenommen wird von Ihnen. Und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Na, den Herrn Isig möchte ich natürlich nicht vergessen. Der ist auch die ganze Woche da und verwöhnt Sie mit frischem Obst und Gemüse. Wunderbar. So, dann wollen wir mal ganz schnell zum Schluss kommen. Das heißt noch nicht ganz, ich höre schon eine ganze Weile Musik auf dem Markt. Wird das jetzt jeden Freitag sein? Oder weshalb ist heute Musik im Glücksrad da? Als Einstimmung, dass du wieder dabei bist? Genau. Ja, das ist als Einstimmung, dass wir wieder da sind. Und auch ein bisschen Fröhlichkeit zu vermitteln. Na, jede Woche Freitag, nein, das geht nicht. Glücksrad, ja, okay. Aber wir haben die nächste Veranstaltung, wo wir uns wirklich mit beteiligen wollen. Wir, dann zum feurigen Advent. Dann werden wir eine kleine Weihnachtsgeschichte hier machen. Oh. Na, mit Weihnachtsmusik. Und für die Kinder soll ein Weihnachtsmann rumlaufen. Schauen Sie vorbei zum feurigen Advent. Ich weiß noch nicht, wann der Termin ist. Immer, glaube ich, der letzte Freitag im November. Ja, dann haben wir schon dafür mal Werbung gemacht. Ja. Na, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit einer kleinen Veranstaltung wieder. Danke, Frau Hölzel. Bitte ich glaube, gerne. Ihre Händler brauchen Sie jetzt noch mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Markttag wünsche ich. Danke ebenfalls. Ja. Und tschüss. Zum Wochenmarkt noch mal. Wir sind immer Montag, Mittwoch und am Freitag
von 9 bis 16 Uhr hier für Sie vor Ort. Immer mit wechselndem Angebot. Schauen Sie einfach vorbei. So, nun wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen guten Einkauf. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich an. Wenn Sie Kritik haben, sprechen Sie mich an. Vielleicht haben Sie auch Lob. Würde ich mich auch freuen. Sprechen Sie mich an. Ich wünsche Ihnen was. Dankeschön. Tschüss. Ja, das war mal hier.